Es war, wie gesagt, das Spiel vom Donnerstag. Und da gab es als Band Tessa da auf Seiten von El Nexo. Whiskey Hooker hat Serratul gebannt. Lässt natürlich Stitches offen und damit kann El Nexo dann doch, glaube ich, ganz gut auch umgehen. Da haben sie jetzt dazu, hat Whiskey sich Falstad und Illidan sichern können. El Nexo ist dann mit Uther und Rayna an den Start gegangen. Dann kamen Muradin und Vella aus Whiskey. Und dann gab es Sergeant Hammer und Anubarak von El Nexo. Als Antwort darauf von Whiskey Cooker dann Brightwing. Also schon interessante Picks auf beiden Seiten eigentlich. Also El Nexo hat natürlich mit Stitches einen sehr, sehr starken Helden gekriegt, den man normalerweise im Meta gerade überhaupt nicht kriegt, weil er eigentlich einer der beiden Bans ist. Also Stitches, Zeratul sind so mehr oder weniger die Standard-Bans gerade. So. Oh, Mopsio, willst du Deutsch lernen? Dann bleib einfach mal ein Weilchen hier. Dann kannst du auch Deutsch lernen. Ja, und Anubarak ist sehr interessant. Dann möchte ich doch mal schauen, wie das aussieht. Also Whiskey hat eigentlich ein mehr standardisiertes Line-up hier. Und sollte theoretisch die besseren Karten haben, aber El Nexus hat das beste Team in Europa momentan. Insofern, ja, das ist quasi erster Platz gegen letzter Platz. Und ja, das trifft sehr, sehr wohl zu hier, auch in der HCL gerade. Gut. Also, wir schauen uns das Ganze jetzt mal im Spiel an. Ich lade direkt das Replay und dann kann es hier losgehen. Da sind wir. Wunderbar. Gut, auf Karte ist übrigens Blackheart's Bay. Ich weiß jetzt nicht genau, was dann die letzte Karte sein wird. Oh ja, gut, stimmt. Bei meinem Denglisch, da hast du natürlich recht. Aber ich meine, für StarCraft und Heroes, da muss man ja Denglisch reden. Das passt alles schon. Gut. Also, erstes Spiel, das ist noch vom Tag 12 jetzt, El Nexo gegen Whiskey Coker. Das wäre natürlich schöner, wenn wir das hier unten auch noch drin haben. Ja, das passt. Das passt noch nicht. So, jetzt läuft das Ganze. So, auf der linken Seite unser blaues Team aus Spanien. Team El Nexo mit Vortex in Sergeant Hammer, Grand Piquet. Spielt Uther und tanzt sich da erstmal einen Wolf. So, dann Lucifron ist auf Stitches unterwegs. Alistar spielt Rayna und ganz alleine in der Botlane Lowe vs. XD auf Anubarak. So, auf der rechten Seite haben wir das rote Team. Team Whiskey Coker, wie gesagt, momentan der letzte Platz hier in der HCL. Und da haben wir ROL auf Falstad, Kumato Boss auf Brightwing. Nasty spielt Vella. Von Top spielt Muradin und der haut hier auch direkt den ersten Stun raus. Bringt aber nicht ganz so viel. Lowe vs. XD kommt da davon. Snitch wollte dann nochmal kurz auf ihn raufspringen, aber das hat nicht ganz so gut geklappt. Oh, vielen Dank für den Follow, Such Star Much Patrick. Du hast einen sehr langen Namen, ich mach's einfach auf Patrick zurück. So, und Whiskey begibt sich jetzt hier in die Mitte, hat hier die komplette Botlane erstmal gewählt. Also ein bisschen eine ungewöhnliche Variante. Meistens gehen ja die Teams alle auf dem Watchtower erstmal, aber es ist natürlich auch sehr, sehr riskant. Also insofern mag ich das doch ganz gut. Und mal gucken, was hier Team El Nexo bringt. Ich glaube, wir werden hier einen schönen Fight sehen. Ja, Lucifron kriegt ja auch schon einige Stuns ab. Da kommt der Critterize, aber er kommt hier wunderbar davon. Alistar da oben auch nochmal ein paar Schüsse abgekriegt. Also Whiskey Coker spielt hier die frühe Stärke doch ganz gut aus, muss sich aber doch vor Stitches schon in Acht nehmen. Und das sieht man auch schon, von Top, der hat schon einiges an Schaden einstecken müssen. Und so sieht es auch aus, als wenn hier der erste Chest direkt an El Nexo komplett geht. Unten, ja, hat sich zumindest Nasty einen Goldcoin sichern können. Das ist jetzt aber nicht wirklich viel. Und Uther fällt. Damit sogar der First Blood geht hier direkt an Whiskey Coker. Schon erstaunlich. Aber wie gesagt, die Stärke des Teams auf jeden Fall im Early Game. Wobei sie halt aufpassen müssen, sobald hier Vortex von ein paar weiteren Helden unterstützt wird, hat er doch eine ganz gute Chance. Und da geht schon der nächste drauf. Mensch, El Nexo lässt sich hier ein bisschen was bieten. Lucifer nimmt ja auch ein bisschen was an Schaden, aber sollte eigentlich nicht in größere Probleme kommen. Und sie haben natürlich auch auf Whiskey Cookers Seiten etwas bessere Karten, was die Mobilität angeht. Einfach aufgrund von Falstad und Brightwing kommt man da sehr, sehr schnell auf der Karte unterwegs. Aber es kommt halt auf Blackheart's Bay auch viel und will ich sagen, quasi fast nur auf die Map Objectives an. Also schauen wir uns das mal ganz normal an. Das sind nämlich momentan 8 Coins auf Seiten von El Nexo. Und die Coins gewinnen mehr oder weniger das Spiel letztendlich.
Und von Top, der muss hier auch ein bisschen aufpassen. Denn je mehr Schaden er hier einsteckt auf diesen, auf dem Fort und auf den Türmen, umso besser hilft dann natürlich auch der, ja, die Barrage, der Angriff mit den Kanonenkugeln. Denn der kann dann nämlich direkt schon mit dem ersten Angriff das Fort rausnehmen. Und das ist halt eine große Angst. Dann müssen sie aufpassen. Aber da kommt der Attack auf Vortex. Versuchen den Bodyblock. Snitch springt nochmal nach. Und das sollte eigentlich der Kill sein. Aber Uther, kann er vielleicht noch heilen? Nein, kann er nicht. Kriegt auch nochmal einen Critical Rise ab. Und das ist ein schöner Kill hier gewesen. Können sich damit nämlich auch nochmal ein paar Coins sichern. Und rutschen damit jetzt hier doch ganz gut voran, was die Map Objectives angeht. Sind jetzt hier auch wieder bei 8 Coins. Das heißt, beide Teams, ja gut, jetzt natürlich nur Whiskey Coker, die hier 2 Coins brauchen, um den ersten Turn hinzukriegen. Da würde man sich natürlich wünschen, dass hier auch mal das Doubloon Camp gemacht wird. Und genau das machen sie auch. Snitch holt sich hier die 2 Doubloons, die noch gefehlt haben. Damit sollte es jetzt hier auf den ersten Blackheart gehen und damit hier den ersten Angriff auch starten. So, Fontop versucht noch mal ein bisschen was auf Lucifron, aber Lucifron und Vortex, ich glaube, die können sich ja auch ganz gut heilen. Aber inzwischen Whiskey Coker doch mit einem ganz ordentlichen Erfahrungspunkte-Vorsprung. Fast ein gesamtes Level, das ist gar nicht mal so schlecht. Und konnten sich jetzt hier auch den Watchtower zurückerobern. Das ist natürlich insbesondere dann wichtig, wenn die Kisten wiederkommen. Da haben wir allerdings noch ein bisschen Zeit. So, auch gleich direkt die Rückeroberung von El Nexo. Beide Teams jetzt mit Level 7. Schauen wir uns mal die Talente an. Ah, da kommt First Aid für Vortex auf Sergeant Hammer. Und, oh, er von Top. Kann er da raufgehen? Ah, sieht nicht so aus. Der kriegt noch ein paar Schüsse ab. Muss hier noch auf ROL warten. So, jetzt sind die Kisten wieder da. Und El Nexo hatte hier Watchtower Control. Das heißt, sie sehen, okay, Top Chest, das wird nichts. Rainer kommt zwar nochmal rein, aber ich glaube, das können sie mehr oder weniger sein lassen. Vella hat es aber unten zerlegt. Das heißt, El Nexo kann sich jetzt hier den Botchest sichern. Ja, mit 3 Spielern sollte das gar kein Problem sein. Vielleicht schafft es hier allerdings Snitch noch seine Coins abzugeben. Von Top vielleicht auch ganz gut beraten, das jetzt noch schnell über die Beine zu kriegen. Ja, da kommt noch Lovers 6D rein. Von Top, kriegt das ab? Nein. Musste da vorzeitig abbrechen. Und 2 gegen 3 ist dann doch ein bisschen viel des Guten. Ich weiß nicht so richtig, warum sie hier engagen. Das ist echt extrem gefährlich. Da kommt ein Superstun von Lovers6D. Der Hook verfehlt leicht. Aber Whiskey Coker hat sich jetzt hier auch mit 4 Spielern positioniert. Und Felset kann schnell wieder runterfliegen. So, kommen sie nochmal irgendwie rein. Na, Nasty versucht sie noch ein bisschen von der Ferne, sie zu beschäftigen und halt zu disrupten, damit sie nicht bezahlen können und nicht hier den ersten, die erste Barrage reinkriegen. Denn inzwischen sind das auch genügend Coins auf Seiten von Alexo. 10. Und die hat alle LoL vs. 6D. Das macht ihn natürlich zu einem, ja, sehr, sehr süßen Ziel. Oh, er von Top. Ein super, super Hook hier von Lucifron. Und der hat auch einiges an Schaden eingesteckt. Muss jetzt doch ganz gut aufpassen, da nicht allzu tief reinzugehen. Und er ist hier der Main Tank. Das heißt, er muss irgendwie ein bisschen hochheilen. Vorher können sie nicht wieder neu engagen. El Nexo inzwischen auch aufgeschlossen, was die Erfahrungspunkte angeht. Beide Teams zeitgleich auf Level 9. Und die erste Barrage kommt rein. Der Schaden wurde vorher hier schon gemacht. Das heißt, das wird jetzt hier wirklich sehr eindeutig sein. Das Fort muss fallen. Ja, doch. Na, wobei. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Eigentlich sollte es fallen. So, und unten wurden die Bruisers gesichert. Und Lucifron, der ist in Trouble. Super Buddy Blocks, schöner Critical Rise. Und damit fällt er. Wow, Whiskey Coker. Die zeigen hier echt ein sehr, sehr gutes Spiel. So gut habe ich sie bis jetzt nie spielen sehen. Und das sieht so aus, als wenn sie hier mit den Siege Camps, mit den Bruisern, doch einiges an Schaden austeilen könnten. Vielleicht sogar das Bottom Fort kriegen. Naja, es wird nochmal knapp. Da kommen Siege Giants auf anderen Seiten nochmal nach von El Nexo. Können ein bisschen Gegendruck machen. Und El Nexo pusht auch die Top Lane durch. Aber das Fort muss fallen. Also ein schöner Gegenmove hier von Whiskey Coker. Und sie können natürlich das Ganze auch noch ein bisschen weiter unterstützen, wenn sie eben jetzt auch ihre Coins einladern. Aber ich glaube, das wird vorerst nicht passieren. Schauen wir mal, sie haben genug, aber sie pushen einfach weiter durch. Das ist ein sehr harter Push auf Botlane. Bis jetzt hat NX noch nicht reagiert. Jetzt kommt Stitches hier runter. Levelmäßig sind sie gleich auf. Und die Gefahr, dass hier ein kompletter Teamfight entbricht und Lucifron hier als einziger unten steht, ist doch relativ hoch. Aber da kommt ein super Hook und der Gorge. Das ist natürlich 5 gegen 4 jetzt. Da muss Whiskey Coker raus, den einen Verlust einfach hinnehmen. Denn da können sie nicht mehr engagen. Mit Muradin aus dem Spiel genommen und Snitch musste sein First Aid einsetzen. Grumpy KT rennt rein. Mit einem guten Stun kann er hier einen Teil des Teams aufhalten, aber nur Muradin fällt. Der Rest kommt davon.
Ja, schöne Aktion auf Seiten von Stitches, wirklich ein super Hook gesetzt und immer schön den Fokus auf Muradin setzen, weil ohne Muradin ist es halt sehr, sehr schwierig für Whiskey Coker in den Fights zu bleiben. Dann müssen sie auf Illidan bauen, auf Brightwing bauen und das ist halt alles nicht so das Wahre. Der Nächste natürlich oben zwischenzeitlich noch den Boss geholt und der hat jetzt hier geschafft, das zweite Fort abzureißen. Da hilft es Whiskey nicht ganz so sehr, dass sie da unten schon die Mauer weg haben, denn die Forts bringen dann doch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Ja, Stitches wurde in dem Map, in dem Match nicht gebannt. Das war wirklich was mehr oder weniger Außergewöhnliches und man hat es halt hier auch schön in Action gesehen. Und El Nexo, das sieht so aus, als wenn sie sich hier gleich das nächste Fort schon sichern können. Ganz, ganz stark. Zweimal haben wir den Giant Killer auf Seiten von El Nexo. Einmal auf Rayna, einmal auf Sergeant Hammer. Hier unten noch Relentless für Stitches. Und Chitinous Plating auf Nubarak. Sprint natürlich für Uther. Rewind haben wir hier zweimal auf Muradin und auf Brightwing. Da oben natürlich der Multishot-Build für Valor. Sixth Sense gibt es für Illidan, damit er ein bisschen besser davon kommt. Und das Schild, Static Shield, gibt es für Felstead. So, und Nexo, die müssen ein bisschen aufpassen. Whiskey versucht hier eine Falle zu setzen, aber ich meine, das klappt nicht so gut. Nicht mit so guter Map Vision, die hier Nexo an den Start legt. Die wissen einfach, wenn sowas kommt. Und da muss sich Whiskey doch mit dem Siege Camp hier begnügen. Und vielleicht es schaffen, nochmal Whiskey Coker davon abzuhalten, die nächste Runde an Münzen einzuzahlen. Aber die haben bis jetzt auch noch erst einmal eingezahlt. Konnten dann das mittlere Fort damit auch rausnehmen. Jetzt geht es ja ans nächste Einzahlen. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Aber ja, ich glaube, Nexo kriegt hier einfach die Einzahlung ohne größere Hindernisse. Es wundert mich doch sehr. Whiskey Coker hatte hier eigentlich alle Karten in der Hand, ein gutes Engage zu starten. Und jetzt wird es hier doch einen kleinen Fight geben um die Kiste. Und da gehen sie direkt auf Lucifron. Rain of Vengeance kommt mit rein, macht auch einiges an Schaden. Grand Piquet versucht dann einen guten Stun rauszusetzen. Schafft er auch, ist relativ niedrig, aber sie können Brightwing nochmal rausziehen. Den auch direkt rausnehmen. Und Snitch ist da auch komplett gefangen, wird gesandwiched. Fallzeit auf der rechten Seite komplett von Vortex allein rausgenommen. Und das ist der Teamkill. El Nexo zeigt sich wieder in voller Stärke, kann jetzt hier noch die restlichen Münzen einzahlen und damit die zweite Barrage von Blackbeard kriegen. Blackheart, so heißt der Herr. Und ja, dann müssen sie noch schnell hier oben auf die Bruiser reagieren, sonst machen die doch ein bisschen Schaden am Fort. Was natürlich dann doch irgendwann Whiskey Coker schon zugute kommt, wenn sie mal eine Attacke auf die Toplane starten können oder die nächste Barrage einsetzen. Ja, und damit auch das Bruiser Camp hier oben genommen, wieder sehr, sehr viel Gold eingesammelt, um die nächsten, um sich dann schon die nächste Barrage sichern zu können. Also wir halten uns das hier mal sehr komplett vor Augen. Das sind extrem viele Münzen auf Seiten von Alexo. Ich meine, die haben gerade auch den kompletten Münzen geklaut, die hier unser liebes Team Whiskey Coker am Start hatte. Also durchaus eine ganze Stange Geld, die jetzt haben. Und Whiskey Coker jetzt doch ganz schön zurückgefallen durch diesen letzten Teamfight. Zwei Level hinten, naja, ja doch, fast zwei Level hinten. Und das sehr, sehr wichtige Level 16, das ist halt doch ganz immens. Da haben wir jetzt Stone Skin auf Seiten von Sergeant Hammer, Executioner bei Rayna. Hier unten den Fishing Hook. Ja gut, dadurch, dass man Stitches so selten sieht, Fishing Hook ist halt eine sehr, sehr schöne Sache. Manchmal, wenn man den Stun-Build wählt, dann kommt der leider nicht zum Einsatz, aber kann zu wunderbaren Aktionen führen, um hier einzelne Helden rauszunehmen, bevor der Teamfight überhaupt startet. Epicenter gibt es auf Seiten von Nubarak und Imposing Presence auf Seiten von Uther. So, oben kann sich jetzt hier Whiskey Coker endlich nochmal ein paar Münzen wenigstens sichern. Ah, die müssen halt jetzt kämpfen, Level 16 so schnell wie möglich zu erreichen. Viele, viele Minions umnieten. Irgendwie das Fort auch noch schnell klären. Und dann kann es funktionieren. So, jetzt gehen sie aufs Top Fort. El Nexo komplett out of position. Die sind unten, versuchen die Bottom Lane anzugehen, verlieren da etwas an Zeit. Das ist jetzt hier genau das, was Whiskey gebraucht hat. Aber die müssen jetzt auch schnell wieder zur Defensive zurück. Beziehungsweise hätten sogar die Chance, El Nexo direkt beim Turn-In zu stoppen. Denn die sind gerade komplett dabei. Aber nee, Whiskey entscheidet sich hier wieder einmal für die Mauer. Ob das die richtige Idee ist, ich wage es wirklich zu bezweifeln. Lucifron dreht da wieder um. Er wittert schon wieder hier den Muradin Hook, aber nicht ganz. Selbst mit dem Fishing Hook konnte er hier keinen erwischen. Und Whiskey, warten Sie? Warten Sie hier? Stitches und Rayna sind hier unten noch unterwegs, aber ich glaube, das haben sie nicht mehr gesehen. Jetzt kommt hier der Versuch, direkt auf den Boss zu gehen. Ein kleines Timing-Window haben sie, aber sie müssen es verdammt schnell sein. Ich glaube, das schaffen sie hier nicht mehr ganz.
El Nexo hat den Braten gerochen. Luciferon holt sich hier den Hook. Und da kommt der Gorge auf Brightwing. Wenn die hier komplett rausgenommen ist, ist es schon sehr, sehr bitter. Ja, wird auch direkt rausgefokust. Das geht super schnell. Lotus XD springt da nochmal rein. Und der Lion Stun direkt auf Nasty, auf Roll. Nasty schön rausgenommen von Uther hier nochmal mit dem Stun nachgesetzt. Da kommt der Hindrance Blast. Aber der macht hier nicht allzu viel. Roll wird nochmal gehookt. Auch der wird rausgenommen. Funtap ist schon im Avatar-State, genauso sieht es bei Snitch auch aus mit Metamorphosis, aber die kommen beide nochmal davon. Konnten immerhin den Teamkiff verhindern, aber jetzt gibt es den Steal auf den Boss. Sehr, sehr hart, sehr, sehr hart. Whiskey Coker wirklich weit abgeschlagen inzwischen dadurch. Und ja, El Nexo kann sich jetzt hier endgültig den Boss sichern. Und haben, glaube ich, auch wieder eine Menge Coins gesammelt. Reicht natürlich noch nicht ganz für den nächsten Turnen. Hier gibt es nochmal zwei dazu. Und sie sind schon inzwischen fast drei Level vorne. Also mit Level 20 sollten sie hier doch den endgültigen Ansturm wagen, wenn ich das richtig mitbekomme. Aber erstmal die Bruiser geklärt. Vorne ein bisschen Druck machen. Vielleicht kriegt Luciferon nochmal einen guten Hook. Nee, diesmal nicht. Kyumato Boss kommt da davon. Nasty versucht hier ein bisschen gegenzudrücken, aber sie brauchen das komplette Team, um hier irgendwas zu stoppen. Und jetzt mit dem Boss, mit dem Bruiser, wird es halt doppelt so schwierig. Und dann halt, wie gesagt, dieser Level-Vorteil. 19, da kommt der Hook auf Funtop. Er kann nochmal davon springen, bevor die Vowel kommt. Und Grand Piquet, der rennt rein, holt sich den Stun raus, nimmt direkt auf Valor raus. Nee, die konnte sich nochmal zurück. Die konnte sich nochmal rennen, aber wurde schön unterbrochen. Rain of Vengeance macht da nicht allzu viel mehr. Und Nasty steht da auch sehr, sehr offensiv. Metamorphosis ist direkt drauf auf Alistair. Aber alleine muss er natürlich aufpassen. Da kommt der Gorge. Jetzt ist Valor rausgenommen. Und genauso Brightwing schnell rausgefokust. Snitch fällt hier raus. Und auch der wird gefokust. Da ist wieder der Teamkill. Und das muss Game sein für El Nexo. Wieder einmal mit einem massigen Vorsprung. Aber Whiskey Coker hat hier ein schönes Early Game hingelegt. Hatte ich von ihm nicht erwartet. Aber mit so einem schönen Draft, da muss das halt auch mal klappen. Also insofern, schönes Early Game, wenn sie da jetzt noch ein bisschen drauf aufbauen können und halt die Stärken auch ausnutzen, vielleicht dadurch ein bisschen mehr noch auf die Map-Objectives gehen, dann sehe ich doch auch Whiskey Coker vielleicht bald mit einem etwas, ja, wettbewerblichen Vorteil. So, okay.